Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Sons of the Forest. So, Virginia hat gerade eine Schildkröte gegessen. Na ja, gut. So. Dann nehmen wir uns auch mal ein bisschen was davon, ne? Es ist gerade Mittagszeit. Es ist gerade Mittagszeit. So, kriegen auch noch ein halbes Kanickel. Virginia hatte einen guten Appetit heute scheinbar. Ich habe nämlich blöderweise vergessen, das Fleisch, Kelvin, hol Stämme und Behälter füllen. So. Hat Kelvin schon mal was zu tun? Ich habe nämlich blöderweise vergessen, das gute Fleisch aus meinem Inventar ans Trockengestell zu hängen. Aber warte mal. Hier ist noch kein Wasser drin. Das hat nicht geregnet bisher, ne? So. Uah. Was war das denn gerade? Ich warte nur drauf, dass das Ding hier reinkracht. So. Sehr schön. Das habe ich gerade hier hingeschmissen, das vergammelte Fleisch. So, Virginia hält Wache. Du siehst auch aus, als würdest du Wache halten. Da muss ich ja mal gerade so... gerade mal feststellen. So. Hier nochmal so ein bisschen aufräumen. Und dann können wir die schon hier hochschmeißen. Achso, achte mal. Fehlt da was? Ach ja. Shit. Ich habe gedacht, wir hätten die Decke schon drauf. Mist. So. Die ist noch gar nicht fertig, die Decke. So. Irgendjemand hat da auch geschrieben, die Stämme würden immer so gelegt werden, in der Richtung, wie man steht. Das stimmt aber nicht. Siehste? Der legt die nämlich quer. Und wenn du rechte Maustaste klickst, dreht sich das rum. Wollte ich nur mal so zurückgeben. Die Meldung, sozusagen. Hier ist nichts mehr. Na ja, gut, dann. Kelvin besorgt Holz. Kelvin macht das schon. Blub. Zack, zack. So. Dann hacken wir auch noch gleich so den einen oder anderen Baum und dann geht das schon. Müssen wir wahrscheinlich jetzt direkt machen, weil... ja, Kelvin kommt nicht nach. Der arme Kerl. So. Dann lass uns mal hier ein bisschen Bäumchen fällen. Können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Und ja, ich weiß, die Bäume fallen immer in die Richtung, in die man guckt. Ist mir klar. Das weiß ich auch schon. Ich kenne auch den Trick mit dem Drumrumlaufen. Geht nur manchmal nicht so gut. So, trotzdem nicht umgefallen. Huch. So, dann muss ich die Spinne jetzt ein neues Netz hier irgendwo hinspannen. Weil das Netz, was hier dran gehangen hat, das habe ich gerade mit der Axt durchgetrennt. Muss ein neues bauen, die kann das. Kelvin, geh rüber. Ja. Gut. Der hier ist ein bisschen dünner, der könnte schneller gehen.
erwischte. Der ging jetzt besser, aber der war auch dünn. War ein ziemlich dünner Baum. Manchmal trifft er den Stamm gar nicht richtig, ne? Ja, wir haben keine Ausdauer mehr. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen arbeiten. Kelvin kann in der Zeit ein bisschen Baumstamm sammeln. So. Ja, da sind wir doch schon fast da oben. Sind wir doch schon fast hier mit der Plattform soweit fertig. So. Schwupp. Oh. Schwupp. Hui. So. Hier ist die mal verarbeiten. Achso. Warte, ich komme ja hier noch gar nicht durch. So. Na, das sieht doch schon ordentlich aus, das hier. So. Der kann. Nee, das war falsch. Oh, Entschuldigung. Kelvin, das war keine Absicht. Ich wollte dir keinen Baumstamm auf den Kopf werfen. Machen wir das mal gerade so. Dann können wir die nämlich direkt hier so. Blub. Blub. Dann fallen die nicht runter. Da fehlt noch eins. Okay. So. Kelvin hat den Baumstamm von hier oben wieder runtergenommen. Hast du das gerade gesehen? Der ist gerade vor mir verschwunden, der Baumstamm. Das ist eine Marke, der Typ. Ja. Ja. Jetzt fehlen uns noch 5, 6 Stück. Komm ich da so dran? Nee, schade. Ach, guck mal da. Und wieder eins runtergeschmissen. So, das da, das da. So. Na komm. Warum kann ich denn hier nicht hochspringen? Das geht nicht. Ich hing irgendwie fest. So. Dann müssen wir hier, ja, müssen den machen, ne? So, der eine fällt natürlich da runter. Und jetzt müssten wir hier halt noch komplett so anbauen, ne?
Naja, da gehen noch ein paar Baumstämme für drauf. Da gehen noch ein paar Baumstämme drauf. Überlege, wie ich da am schnellsten hochkomme. Ich glaube, ich baue mir hier irgendwie mal gerade so provisorisch so eine Treppe hier hin. So, den einen da noch. Hallo. Da muss noch ein so ein Ding hin. So, dann kann man hier so hochgehen. Weil Kelvin zieht mir sonst die Baumstämme von hier oben wieder weg, ne? Das ist ja dann doof. Da. Was eine Arbeit, ey. Mein lieber Schwan. Aber das wird nachher eine schöne große Bude. Also da, die kann sich doch schon sehen lassen dann. Wenn die mal fertig ist. Da werden die Kannibalen alle neidisch. Die Kannibalen. Und ich kann gemütlich hier bauen. Ja. Finde ich gut. Kelvin, wir sind ein super Team. Läuft. Kelvin fragt sich nur, warum die Behälter nie voll werden, wo er hier die ganze Zeit Baumstämme reinpackt. Könnte ja auch zu ihm sagen, gib die mir, anstatt hier reinzulegen. Ne? Aber das hat auch so seine Nachteile, weil dann kommt er hier hoch und schmeißt mir die Dinger vor die Füße. Und dann liegen die hier rum. Das ist dann auch doof. Bin mal gespannt, wie wir das Dach da hinkriegen. Da bin ich mal drauf gespannt. Wenn wir das hier mal machen. So, pass auf, wir stellen hier noch einen hin. Hier die Ecke, die lassen wir mal. Die lassen wir mal so. Ich glaube, ich fange tatsächlich mit dem Dach hier direkt mal an. Wir brauchen dann hier einen Balken. Wir brauchen mal hier einen Balken. Und so und auch so. Dann müssen wir mal gucken, wie viele Balken wir hier wegkriegen. Probiere ich jetzt erstmal aus. Mal schauen, wie sich das hier so verhält. Den so machen. So. Wegnehme. Den wegnehme. Kriege ich den nicht weg. Okay, dann muss der da in der Mitte so stehen bleiben. Wir können aber mal versuchen. Achso, das macht er jetzt nicht, ne? Warte mal. Das so mal. Und so. Okay, gut. Das ist schon mal gut. Das ist ja schon mal sehr gut. Ist zwar immer noch ziemlich niedrig, ne? Ich weiß nicht, wie man das noch höher bekommen soll. Oder könnten wir das... Warte mal. Wenn ich den wegmache. Aber dann verlieren wir auch so viel Platz, wenn ich hier so eine schräge Stütze stelle, ne? Als kriege ich die nicht raus. Ich nehme mal gerade den hier.
Wo bist du? Hä? Wo ist er denn hingerannt? Hier oben. Was ist denn hier? Weiß man nicht so genau, ne? Alles gut. Alles gut, mach du mal. So, warum kriege ich denn hier jetzt keine so eine Stütze so schräg runter? Ich krieg die schräg hier zur Seite, aber ich krieg die nicht so schräg. Na gut, dann ist egal. Dann machen wir das so. Ich bin wirklich mal gespannt, ob wir das irgendwie hinkriegen. So, nehmen wir uns den nochmal und packen den hier drunter. Ich hätte gerne ein hohes Dach in der Mitte, ne? Aber, also ohne hier die Stütze, die Querstütze hier, aber ich glaube, das geht nicht. Oder kann ich, wenn ich den da setze, dann kann ich den rausnehmen und den auch. Ja, ja. Okay, okay, okay. Also das dann so machen und das so. Ich muss das ja irgendwie noch da hochkriegen, ne? Irgendwie. So, gehen wir mal rein. Und dann tun wir mal kurz was Schmackofatzen. Haben wir hier irgendwas, was fertig ist? Eine Konserve. Haben wir einen Dosenöffner schon? Ich glaube, wir haben keinen Dosenöffner, ne? Haben wir noch nicht gefunden. Okay, dann eben nicht. Dann rohe Austern. Mal gucken, wie viel die bringen. Ein bisschen. Naja, gut. Warum nicht? Lecker Austern zum Abendessen. Ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. Vielleicht finden wir eine Perle. Da können wir dann Virginia draußen Ohrring basteln. So, dann nehmen wir noch hiervon eins. Wie einfach den Müll wegschmeißt, ne? Was? Ivo? So, pass auf. Bitte, hat sie gesagt. Sie hat bitte gesagt. Ich sehe hier gar nichts. Was sagt Kelvin? Kelvin ist knallhart und fällt mitten in der Nacht einen Baum. So, ich hau mich mal ins Bett. Das war so klar. Was? Nein, da war noch einer hinter mir. Das gibt's doch nicht. Ey, Virginia, du hättest müssen schießen. Ich häng schon wieder irgendwo am Baum. So. Gut. Nein, das war falsch. Das da hätte ich gerne. Mann, oh Mann, oh Mann. Liegt hier wieder ein Seil rum?
Tatsache. Und Stoff. Da wollte ich gerade so schön schlafen, ey. Da willst du einmal gemütlich ins Bett gehen, dann kommt sowas. Moment. Wir müssen hier lang. Nee, 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 nee. Immer dieser Stress mitten in der Nacht. Ich dachte, ich hätte mal meine Ruhe. Es war den ganzen Tag so schön ruhig. Und dann mitten in der Nacht geht's wieder los. Kannst du nicht einmal in Ruhe durchpennen hier. Bin ich mal gespannt, ob die noch da sind. Nee, sie sind weg. Kelvin fällt Bäume. Dann sollten sie eigentlich weg. Nee, sie sind doch nicht weg. Das ist ja perfekt. Das ist ja richtig toll. Warte mal. Ja, wir haben hier... Ich weiß nicht, wie viel Knochenrüstung. Nein, das war falsch. Bitte kombinieren. 1, 2, 3, 4. Das. Und. Ja, was brauchen wir noch? Seil. So. Tragen. Hauen wir uns mal so eine Medizin hier rein. Mann, oh Mann, oh Mann. So, 1, 2, 3, 4. Die Medizin hat jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Na ja, gut, es geht. Wir heilen uns noch ein bisschen hoch. Schauen wir noch so einen Energieriegel rein. Und ich habe noch hier eine Gesundheitsmischung, ne? So. Hochheilen. Wir haben hier die arme Virginia klein geschlagen. So, irgendwo hat ja einer eine Tasche verloren. Das wurde nämlich auch schon im Kommentar angemerkt. Ich soll gefälligst die Taschen mitnehmen. Ich habe einen rohen Arm eingesammelt. Da liegt die Tasche. So. Dann müssen wir mal hier die Leichen mitnehmen. Wo ist denn meine Feuerstelle hier? Hier. So, machen wir mal an. Hä, wo macht denn der das Feuer? So, das brennt schon mal. Gut. Kelvin holt schon mal Holz. So. So. Und wo lag der andere? Ist der jetzt weg? Ist der despawned? Ne, hier liegt er. Mann, ey, kannst du nicht einmal in Ruhe pennen, ne? So, und irgendwo hier müsste ein Knochenlager sein. Ach, das ist schon voll. Lagerung. Stammlager. Steinlager, Knochenlager. Haben wir hier noch ein paar Stöcke in unserem Stocklager drin? Nee, natürlich nicht. War ja klar. Das ist blöd. Ja, hat da gerade was rot geblinkt?
Da kommt was. Hier ist irgendwas. Ja, das sind nur so Glühwürmchen, ne? Die gab's aber vorher nicht. Kann mich nicht dran erinnern. Da hinten leuchtet's aber im Wald. Da ist irgendwie heller da vorne. Bauen wir hier gerade mal das Knochenlager fertig. Dann können wir das wenigstens schon mal voll machen. So, 1, 2, 3, 4. Hier den Arm. Oh, egal. Achso, ein Seil. Wir müssen uns mehr Knochenrüstungen bauen, das nützt nichts, ey. So, tragen. Auch wenn das nicht viel ist. 1, 2, 3, 4. Ach, ich habe kein Klebeband mehr. Okay. Gut. Dann eben nicht. Dann gehe ich jetzt schlafen. Eine Runde schlafen. Ganz gemütlich. Naja. Nochmal abspeichern. Schwupp. Na Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir erstmal was trinken. Nein, jetzt haben wir den Kochtopf gesammelt. Das war falsch. Ausrüsten, trinken. Ach so. Okay, kann man auch so mitnehmen. Warte mal. So, jetzt sind wir ja satt. Jetzt ist der Topf leer. Ausrüsten. Moin. Lalalala. Wir hätten die Schildkröte direkt in den Topf machen können. Dann eben nicht. Keine Schildkröte zum Frühstück. Moin. So. Nein, ich werde nicht den Arm kochen. Was denn? Was? Na endlich! Da war eine Tasche. Achso, der brennt ja noch. Stimmt ja. Ist ja wahr. Hui! Spontane Selbstentzündung. So. So. Noch einer. Na komm, Virginia. Komm. Geht doch. Hast du gut gemacht. Tipptopp. Aber so was von. Sehr gut. Da. Heute gibt's Grillschinken. So, jetzt nochmal kurz zurück zu unserem Topf hier. Was ist da jetzt passiert? Schmutziges Wasser. Den kann ich jetzt aber nicht... Den kann ich jetzt aber nicht da drauf stellen, ne? Ich will den jetzt nicht trinken und ich will den auch nicht... Na ja, gut. Wir müssen erst ein neues Feuer hier machen, das ist das Problem.
So. Und dann nehmen wir uns hier den Topf. Okay. Muss einfach irgendwie draufklicken auf der Zahnart. Irgendwie ein bisschen komisch gemacht. So. Okay, dann probieren wir das mal gerade nochmal. Ja. Nee, das war falsch. Das muss auf jeden Fall so. Das muss nochmal weg. Schmeißen wir den da hin. So. Den nehmen wir mal. Und dann machen wir den so. Und dann nehmen wir den. Und machen den so. Okay. Jetzt können wir uns natürlich hier irgendwie die Tür reinbauen. Müssten wir nochmal schauen. Wie wir die von. Wo wir die genau hin machen. Ist eigentlich erstmal egal. Was ich mich halt jetzt noch frage, ist, wie wir die. Wie wir das hier mit dem Dach dann machen. Machen wollen, machen werden. Ich kann mir nicht vorstellen. Oh doch, das geht sogar. Ich stell den mal da hin. Nehm mal den. Oh, das geht. Ui. Das geht sogar. Also mit dem Dach, das wird noch schön. Das wird noch spaßig werden. Okay. Ja, ich probiere das mal aus. Ich probiere das mal, ob wir das so hinkriegen. So. Das heißt, wir machen hier auch noch so einen hin. Schmeißen den im Boden. Wieso kann ich denn hier nicht hochstützen? Okay, man muss nur richtig anvisieren. So. Dann geht das auch. Man muss nur richtig anvisieren. Hier geht's jetzt komischerweise gerade nicht. Das geht nicht. Der fällt dann so runter. Das muss doch da auch gehen. Oder täusche ich mich da? Wir brauchen den nicht. Wir brauchen den da nicht. Ja, gut. Das ist aber nicht so schlimm. Der Vollständige. Okay. Ich dachte erst, es ist ein Mutant, der da vorne rumkrabbelt. Aber der Vollständigkeit halber würde ich hier halt auch so eine Stütze dabei machen. Und da auch. Das sieht dann, glaube ich, doch noch ein bisschen besser und ordentlicher aus. So, dann machen wir den mal hier hin. Gut, das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus.
Jetzt müssen da überall halbe Balken drauf. Und dann schauen wir mal, wie wir das irgendwie in der Mitte dann... Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie dann hin. Ich bin echt gespannt, ob das klappt. Ich bin echt gespannt, ob das klappt. Wir müssen ja irgendwie in der Mitte noch Balken hochkriegen, ne? Naja, gut. Irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Na dann, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Nochmal wieder hier auf der Baustelle mit Virginia und Kelvin. Und dann gucken wir mal. Eine Folge würde ich vielleicht noch bauen. Es wird langsam Herbst. Man sieht jetzt so die Blätter, es wird alles rot, die Blätter fallen. Es wird Herbst. Wir müssen uns eindecken für den Winter. So langsam. Okay, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.